Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's tatsächlich mal wieder weiter bei Andi, Subi Performance. Und zwar machen wir uns tatsächlich endlich an die Montage vom Lambo-Motor. Den muss laufen, ja. Muss losgehen jetzt. Ja. Kann das nicht mehr da liegen sehen. So, das heißt, es geht jetzt tatsächlich los mit der Montage. Wir zeigen euch nach und nach die Schritte, die wir machen müssen. Mhm. Bohren, Hohn etc. alles durch. Alles fertig. Passt alles. Unsere wunderschönen ILP-Kolben sind auch am Start. Mhm. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir werden das Gewicht perfekt zueinander anpassen. Wir haben hier eine Toleranz von noch 0,4 Gramm. Mhm. Ich mache das immer so auf 0,1 Gramm. Warum haben wir hier eine Toleranz? Das Ding ist ein vollgefräster Billet-Kolben. Und da ist es eben manchmal so, dass die ein bisschen tolerieren. Wenn du so einen fertigen Gusskolben hast oder der schon fast nahezu fertig geschmiedet ist, dann ist das deutlich geringer. Aber bei den Jahren 0,4 Gramm. Echt? Ich hätte sogar gedacht, das wäre sogar fast noch mehr bei einem Gusskolben. Nee, also der Gussprozess ist mittlerweile so weit fortgeschritten, wenn wir jetzt hier einen hochwertigen Gusskolben haben, wie hier ist so ein Omega-Kolben, die nennen das sowas wie. Das Ding ist quasi, da wird nur noch mal 5 Minuten drüber gefräst und dann kommt er wirklich aus dieser Druckerei, aus dem Stahl, fast fertig raus. Und da schwankt das logischerweise ganz, ganz gering. In der CNC, auch wenn die sehr präzise arbeiten, hast du irgendwie immer mal irgendwie hier einen Streifen mehr weggefräst auf dem, rede jetzt von einem Mühe oder so, das summiert sich eben und so entsteht die Toleranz. Okay, das heißt, nur um die Zuschauer einmal schon mal vorzuwarnen, Inhalt, alles aufs gleiche Gewicht bringen. Mhm. Dann? Vor allem auch die rotierenden Massen von dem Pleuel anzupassen. Mhm. Mit der Waage, das hat man vielleicht auch schon öfter so gesehen. Mhm. Das heißt, Kopf Kopfgewicht zu... Zu dem... Man redet von einer rotierenden Masse, die muss möglichst gleich angepasst werden, damit eben die Schwingungen reduziert werden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also es bringt nicht viel, das Pleuel so anzupassen. Ja, ja. Okay, verstehe. Aber wenn ich das sehe, dann hat, glaube ich, schon hier jemand Vorarbeit geleistet. Bin mal genau gespannt, wie präzise. Das heißt, Punkt 1, Gewicht Kolben. Punkt 2, Gewichte Pleuel. Dabei beachten, dass es nicht um Gesamtgewicht, sondern auch Verteilung geht. Mhm. Dann, was müssen wir nochmal? Bevor das da alles auch reingeschmissen werden kann? Ja, dann prüfen wir nochmal die Kurbelwelle. Die war ja bereits gewuchtet und ich glaube leicht unbearbeitet worden. Die prüfen wir nochmal auf Maße am Zapfen und an der Lagerstelle habe ich schon geprüft. Und dann müssen wir Kolbenring Stoßspiel einstellen. Mhm. Ja. Da hast du ja so eine coole, das zeigen wir euch dann. Ah ja, genau, ja, richtig. Das funktioniert damit ganz cool. Ist natürlich bei 10 Zylindern alles ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Anstrengend, ne? Wie bei 4 oder 6. Das heißt, wir müssen aber wirklich nochmal komplett überall Pleuellager rein und logischerweise auch da Spiel messen. Weil wir wollen das ja auch dokumentieren. Ne? Sprich, hier kommen Lagerschalen rein, dann nehmen wir das Nullmaß der Kurbelwelle und messen eben dann das Lagerspiel. Ja. Okay. Klingt nach Aufwand bei 10 Zylindern? Ja, definitiv. Deswegen sollten wir uns ranmachen. Dann haben wir ja auch. Sonst ist wieder eine Stunde rum und wir haben nichts geschafft. Hier haben wir auch noch ein bisschen Lagerschalenkunde, ne? Genau, das machen wir dann, wenn wir, würde ich sagen, mal so. Okay. Mhm. So. Das heißt, wir haben jetzt in Summe 4 Zehntel. Mhm. Wie entscheidend ist das für so einen Motorlauf? Also meinst du, wenn wir das so einbauen würden, würde man den Unterschied merken? Oder ist die Akustik von so einem Motor eh so krass, dass man das eh nicht mitbekommt? Ich glaube, das wäre nichts. Nur fürs Gewissen. Ja, nicht fürs Gewissen. Es ist natürlich belastungstechnisch, glaube ich, angenehmer. Schwingungen, wie wir wissen, Vibrationen sind immer gefährlich für solche Bauteile. Aber ich sag mal, es ist jetzt auch bei dem Motor ein wie ein Muss. Da sieht man selbst so schon, dass das auf 200stel hinzubekommen. Ja, klar. Guck, schafft schon fast deine Waage. Ja. Deswegen sage ich ja 0,1 Gramm. Ja, also eigentlich ein Zehntel. Aber ich kann euch mal was Schönes zeigen. Ich habe jetzt eben noch gemessen, bevor du kamst, Viseco-Kolben. Aus einer Charge, ja. Aus einer Charge Viseco Evo 10 Kolben. Sollte ich so einfach für den Kunden schon mal zusammenbauen.
58,60. 2 Gramm Unterschied, Alter. Ja, weil das hätte ich auch gedacht. So 2 Gramm wäre schon eine Nummer. Das ist schon uncool. Ja, ich frag mich auch oft, weißt du, wir reden hier von 0,1 Gramm. Du hast ein bisschen Verkokung hier oben. Ja. Dann hast du schon da 0,3 Gramm, ne? Aber oder ein bisschen mehr Öl drauf oder wie auch immer. Okay. Nichtsdestotrotz, fürs Gewissen würde ich sagen, fangen wir beim Schwersten an. Mhm. Was machen wir jetzt? Weil man hier hat man zum Beispiel gerade gesehen, das wird wahrscheinlich nicht beabsichtigt sein, aber hier ist ja tatsächlich eine Bohrung oben drauf. Diese Bohrung ist für die Bezeichnung für Kolben nach Steuerseite. Ah, okay. Für die Deaxierung des Kolbenbolzens. Das heißt, ich kenne das so, dass man hier irgendwo jetzt was wegnimmt. Ja, genau. Also du hast ja hier Sachen, die natürlich jetzt nicht irgendwas am Hemd hier wegnehmen, das ist wichtig oder so, ne? Aber hier, wo noch viel Masse ist, wenn du jetzt hier eine Phase anlegst oder da oder hier unten in der Ecke, da wird das den Kolben nicht schwächen und dann wird das schon passen. Es müssen ungefähr 3 Zehntel raus. Wie viel ist das jetzt so? Ja, das denkt man sich, ja, das hört sich nicht viel an, aber du fräst schon ein bisschen daran rum, ne? Okay, ich würde sagen, machen wir. Let's go. Aber ich hätte per Hand mit dem Dremel? Ja. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt gerade so aus, als wenn du jetzt die CNC anschmeißen willst. Oder so schlimm ist es nicht. Machen wir auch nicht hier, weil dann entstehen hier die ganzen Späne und so, da gehen wir gerade darüber. Ich hätte so einen kleinen Akkudrehmel, habe ich weiß nicht. Ja, so mache ich das auch. Das waren jetzt tatsächlich 15 Hundertstel. Mhm. Okay, jetzt haben wir auch den Kolben, wo am meisten runter muss. Also ich kenne es wie gesagt wirklich so, dass man von der Fläche was runterfächert. Ne? Ja. Also ist eigentlich gar nicht notwendig, weil klar, geht ja so auch. Ja, ich habe es mir so angewöhnt, dass ich mir erstmal die Kanten rund mache, da machst du nichts verkehrt. Mhm. Und dann gehen wir gleich noch hier so ein bisschen oben lang und gleich für die feinere Bearbeitung, damit das jetzt nicht hier so grob aussieht, nehmen wir hier den feinen Dremel und machen das noch ein bisschen so, weißt du? Ja, okay. Lass mich gerade den noch fertig machen und dann passen wir den mal an. Ne? Yes. Also man muss schon sagen, das ist wirklich Feinarbeit. Ja. Vor allem, jetzt kommt ja auch dazu, Fräser, Kolben in der Hand. Ja, muss. Aber wie viel sonst willst du einsparen? Einmal abrutschen, oder? Gleich neue Beschichten so ungefähr. Ja, ne? Ja. Bin gespannt, ob ich das hier gleich machen darf. Ja, du machst jetzt hier mit dem Feinen. So, jetzt hast du immerhin schon 3 Zehntel hast schon rausgeholt. Wir sind eigentlich jetzt auf Maß, ja fast. So, das heißt jetzt nochmal, wir wollten ja so ungefähr auf 30, sagst du ja, ne? Genau, das machst du jetzt hiermit noch. So, das heißt hier jetzt einfach nochmal alle Kanten. Einmal mit so einem Glätten und so, genau. Also mit dem groben Fräser sind jetzt hier so ein bisschen so. Naja, klar. Alter, 400 sind nochmal rausgeholt hier. Ja, und jetzt pass auf, damit das auch jetzt von unten jetzt nicht so aussieht. Hier ist noch ein kleiner Kümmer, da merkst du so ein bisschen grau. Mhm. Für jetzt. Gut, damit das von unten jetzt auch nicht so aussieht, das ist jetzt, stört keinen, ist nicht schlimm. Strahlen wir einmal hier drüber, dann ist das sogar noch so ein bisschen von der Art verdichtet. Rüberstrahlen heißt jetzt nicht mit Strahlgut, sondern in deiner Solarmaschine, die wir beim Arbeitblock schon einmal gezeigt haben. Ja, richtig, genau. Bisschen verdichtet, so glatt. Das sieht nice aus. Jo. Sieht fast wie ein Gusskolben so ein bisschen aus, ne? Ja, ist jetzt billig Gusskolben. How to make high-end CNC Piston zu. So, das war jetzt einer von 10. Jetzt weiß ich, warum Andi nicht so gerne 10-Zylinder macht. Weil das ist schon wirklich heftige Präzisionsarbeit, ne? Also Präzisionsarbeit nicht im Sinne von Mühe, wie du es wegnimmst, sondern halt Fleißarbeit langsam zum Ergebnis kommen. Genau. Ja.
Okay, wir machen jetzt die restlichen 10. Kolbengewichte sind alle angepasst. Im nächsten Schritt werden wir jetzt erstmal Kolbenbolzendurchmesser messen und notieren. Ich würde sagen, du bist Notier-Dieter. Ja? Das ist aber von dir nochmal Vermessungsprotokoll, das kommt nicht vom Hersteller so, sondern nee, das ziehst wirklich jeden Kolben nochmal einmal durch. Ja. Damit, wenn ich dann anrufe und sage, ey, Andi, Zylinder 3 hat ein bisschen geklemmt. Ja, dann kann ich direkt sagen, kann nicht sein. Liegt an dir. Kann nicht sein, hatte 3 Zehntel Spiel, genau. Da kann nichts mehr klemmen. Naja, hier geht es auch so ein bisschen auch Kolbenbezeichnung, weißt du, falls du mal einen neuen Kolben brauchst, dann steht das da schon direkt drauf. Jetzt hier bei dir ist Custom, ich werde da keine Nummer eintragen können. Mhm. Das ist schon mal gut. Okay, warte mal, ich hole meinen Stift. Jetzt müssen wir natürlich schon mal sagen, welcher wird Zylinder 1. Wir fangen jetzt einfach so an, dass wir jetzt einfach hier anfangen und sagen, der wird Zylinder 1. Ja? Weil hier steht ja auch für Zylinder 1. Mhm. Und Kolbenbolzen 21020. Mhm. Welches ist das reinschreiben? Genau, 21020 reinschreiben. darunter einfach schreiben. Ja, ich wollte schon sagen, ich dachte schon, das ist doch wieder so ein Test hier, ne, wo ich das hinschreibe. Junge, er muss aber wirklich klein schreiben. Ja, das Ding, das ich entworfen habe, war das so ein bisschen ein Fail. Fangen wir direkt an mit Zylinder 2. 21020. Für die Präzisionswiederholgenauigkeit, hier haben wir einen Ring, der ist 21008, ne? Also das passt schon. So ein bisschen. Nur für die Zuschauer kurz, die es noch nicht gesehen haben. Das heißt, du hast die Uhr mehr oder weniger darauf eingestellt. Genau. Das heißt, reingesteckt und dann so eingestellt, dass 21,08 angezeigt wird. Ja. Okay. Dann nullt man diesen digitalen Inbohr-Feinmesstaster. Ah, 3 Punkte. Drei Punkte. Das Blöde ist, man kann damit nur 3, also damit kannst du keine Eier messen. Mhm. Aber hier werden wir keine Eier haben. Hoffentlich nicht. Ne? So. Und wenn du jetzt ein Ei messen wollen würdest, dann bräuchtest du wie viele Punkte zu messen? 2. Dann muss man einfach nur gegenüberläufig fertig. Mit so einem hier messen. Ah, also ja. Die normale Zylinder einfach. Ja. 21021. Ja. Zylinder 3, ne? Ja. Das heißt, merkt man einen Unterschied zwischen den Platinum, Silver und Gold? Oder sind die alle so maßhaltig bei IRP? Ja, die sind alle gut. Sogar die Silver sind dann nochmal einen Ticken präziser aus dem Grund, was heißt präziser? Aus dem Grund, weil es eben schon so weit vorgeschmiedet ist, ne? Wie ich eben drauf eingehe. Weil ich finde jetzt hier auf 3000stel ungefähr alle gleich. Ja, und dann ja kannst schon, du nochmal Messtoleranz, weil ich das Ding in der Hand habe. Wir haben in etlichen Videos schon mal die Diskussion drunter gehabt, auf 1000stel können die beiden hier eh nicht messen in der Halle und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, wenn wir da auf 100stel sind, sind wir schon immer. Sag mal, Kolbenbolzen kriegen wir, glaube ich, schon auf 5000stel. Jetzt zum Thema Wiederholgenauigkeit, jetzt zum Nachtesten nochmal gucken, ob 21.08 ist. Ne? Ja. Ja. Passt. Deswegen, da ich diese Wiederholgenauigkeit reinkriege, sage ich, kann ich das jetzt aktuell. Wenn ich das Ding jetzt mir in die Hose stecke und wir messen es gleich mal, nachdem ich es aus der Hose hole, dann schauen wir mal, was das Ding hat. 9. Eine schöne Beschichtung oben drauf. Tut mir leid. Aber so wissen wir da schon mal Bescheid. So, wie geht's weiter? Kolbenbolzen, was will ich? Kolbenmaß am Hemd messen ist eigentlich relativ in dem, weil ich weiß, dass die passen, relativ irrelevant, weil die Beschichtung, die baut auf dem, das ist eine Beschichtung, die dafür da ist, die sich quasi so ein bisschen anpasst auf die Zylinderlaufbahn. Mhm. Die ist weich, die ist, glaube ich, auf MOS-2-Basis und die ist zum Verschleiß da. Mhm. Und, das heißt nicht schlimm, wenn sie weg ist? Nein, überhaupt nicht. Wir fahren nachbeschichtet und die kann variieren bis zu 1 bis 200stel, weil die sich eben auf die Zylinderwand anpasst. Mhm. Ja? Theoretisch hast du das Ganze aber eh schon einmal gemessen, wo wir ihn geholt haben. Es ist sogar noch besser. Du hast gesehen, bei IRP ist es ein automatisches Messverfahren, ja. Und diese Daten werden automatisch auf meinen internen Zugriff von IRP ermittelt und ich kann über die Bezeichnung gucken, was der Kolbenmaß ist. Ja. Und das passt dann auch. Weil wir können das ja an 2 Kolben mal kontrollieren. Ja, können wir gerade machen. Hier ist es normalerweise besser, wenn man eine Vorrichtung hat oder so. Mhm. Aber wenn ich jetzt schaue, dass ich halbwegs in der Mitte bin, circa Zentimeter unterm Kolbenhemd, Ende. Komme ich so auf 82,925.
Mhm. Und ein Laufspiel von 7,5 bis 8 Hundertstel. Mhm. Das heißt, die Zylinder sind genau glatt auf 83,00. Genau, und richtig. Kann ich das jetzt hier, das heißt, kann ich jetzt irgendwie plus minus einen halben Hundertstel, kann ich das simulieren. Ja, ja. Jetzt ist aber so, dass durchaus bei dieser Beschichtung mal die Beschichtung auf ein Hundertstel oder so variiert, weil das noch nicht über Siebdruckverfahren gemacht wurde, sondern über ein Sprayverfahren. Mhm. Wir haben jetzt, hast du vielleicht gesehen, diese neue Siebdruckmaschine. Mhm. Das ist sehr präzise. Das kann ja sogar auf ein 5000stel präzise anpassen. Aber passt. Mhm. Das messen wir jetzt gerade mal. Das heißt, aus. Die wird jetzt richtig drauf gedruckt. So die wird in drüber gefahren. Ja, genau. Hast du gesehen, ne? Mhm. Habe ich in dem letzten Video auch eingeblendet. Ach so, ja, stimmt. Ja. Kommt da so ein. Das ist sehr cool. Meine neuen Kolben sind sogar mit Logo. Mit deinem Logo? Ja. Chef. Ja, das ist echt cool. Brauchst du jetzt noch ein Guckfenster an der Seite durch den Zylinder? Ne? Genau, ja. Mal oben so Plexiglas rein. Ich sag das, machen wir jetzt gerade mal, schreib's auf, ja? Mhm. Okay. Ich denke, dass das die Beschichtung so 3-4 Hundertstel hat. Das ist der Grundkolben 90. Was soll ich jetzt bei den ersten dreien schreiben? 92, 935, ne? Auch 935? Also du liest jetzt immer auch 935, oder? Ja. Zylinder 5, 92, 94. Wieder 935, 930, was haben wir hier? Nummer 9 ist 930. Normalerweise würdest du jetzt mit Stoßspiel weitermachen. Mhm. Das machen wir aber in unserem Fall später, weil wir wollen uns definitiv erstmal mit Thematik Gewichten weiter beschäftigen. Genau, richtig. Das war das Thema zumindest abgehakt. Ein bisschen messen, wiegen, ist immer wichtig. Das macht ihr alles bei jeder Montage? Ja. Ja, sonst gut, du musst 100% sicher gehen. Sonst. Weißt du, guck mal, so kann ich dir sagen, wenn du sagst, du hast irgendein Problem. Guck mal, wir haben das hier ja so eingestellt. Da muss man irgendwie vertrauen. Und jetzt sieht man halt auch wirklich mal den Unterschied zwischen dem 4- und 10-Zylinder, ne? Weißt du, wenn das immer nur 4 Kolben sind, ist das natürlich deutlich entspannter, als wenn das Ganze 10-mal... Ja, die Leute bekommen das ja jetzt gerade nicht mit, wie wir. Okay, so, jetzt nehmen wir uns unsere Pleuels. Schicken Autowehr, die Pleuel, Dieter. Ich glaube, wir haben Glück, weil ich sehe, die sind schon gewichttechnisch ein bisschen angepasst. Wir werden die jetzt mal auf die Waage packen. Wir können auch gerade mal den Innendurchmesser vom Kolbenbolzen, wo der oben durch muss, auch mal schauen. Das heißt, prinzipiell hier messen wir genauso auch die Durchmesser? Genau, richtig. Notieren das genauso auf unser... Hast du die auch schon vorliegen? Ja. Genau. Ist nahe genauso wie die ERP-Kolben. Ein Tönchen kleiner, würde ich sagen. Immer. Ja, so 4000stel, 5000stel kleiner. In dem Falle jetzt nicht schlimm. 21,017. 17,18 so im Ende, genau. Der Bolzen hatte 20, 9. Das heißt, wir haben dort oben 200stel Spiel ungefähr. Mhm. Nicht viel, ne? Oder? Nee, aber zu viel wäre nicht gut. Man würde dieses Druckpolster, was sich ja zwischen Kolben, Bolzen und Pleuel, mhm, wenn das zu groß ist, dann hat, würde ich mal sagen, muss ich so vorstellen, du hast hier den Kolbenbolzen drin und das hätte jetzt mega viel Spiel. Bei jeder Verbrennung wird das dann immer beschleunigt und so ein Stoß geben. Ne? Wenn das ein kleines Druckpolster ist, dann kann das so ein bisschen zur Seite weg. Genau. Okay. Mhm. Also trage ich hier jetzt überall ein. Genau. Wir werden jetzt mal diese interessante Thematik bezüglich den Schrauben. Wir schrauben die einmal mit korrekter Vorspannung fest, die Pleuel. Und messen dann einmal, was haben wir da überhaupt für, ob das präzise ist, weißt du? Aber ich mache mir eigentlich bei den Autoverdi-Pleuel keine Sorgen. Packst du mir mal da ein bisschen Öl dran von dem grünen Zeug. Machst du immer nur auf unteren Kopf oder auch aufs Gewinde? Aufs Gewinde auch. Jetzt kann man den Kollegen hier rausholen. Mach schon mal so. Ich
ob hier die Flächen zueinander passen. Hier sind ja auch immer die Bezeichnungen drauf, ne? Hier 10-10 wurde hier so drauf geschrieben, weil die sind auch zueinander so quasi in dem Format gehohnt. Ich finde es jetzt auch cool, dass der hat solche Pins. Diese Hülsen, die es hier drin gibt, die finde ich nicht so gut. Das war auch der Grund, warum wir damals auf Autoverde gegangen sind. Mhm. Weil die schaffen es tatsächlich durch die Pins auch immer 3/8 Zoll Schrauben reinzumachen. Genau. Was heißt, man hat ein großes Gewinde. Mhm. Und mit den Pins merkt man ja schon, wie fest das Ganze ist. Das sitzt schön präzise. Und ich finde auch, dass das generelle Pleuel ziemlich massiv aussieht. Mhm. So gerade so in den Bereichen. Ja, in dem Schenkel hier da unten. Das heißt, ihr müsst euch ja vorstellen, das wandert, also so ist gerade, dann wandert das so rum. In dem Moment entsteht der höchste Verbrennungsdruck. Und da hat das richtig schön viel Material, um sich auf der Kurbel abzustützen. Mr. Block dann ciao, sag ich. Weil das Problem ist meistens, in dem Bereich kann man nicht dicker werden, weil da die Zylinderwand immer schon steht. Man denkt immer so, warum macht man sich einfach dicker, ne? Bis man dann selber mal in den Block reingeguckt hat. Hier ist ziemlich eng an die Zylinderwand schon. Ja. Viele Leute machen das mit irgendwie Stroker-Kurbelwellen, halt dann anderen Hub und so, dann wird dann meistens die Anwinklung vom Pleuel, also vom Pleuel auf das Kolbenhemd so kritisch und dann ist auch kaum Platz im Block, dann muss man anfangen am Block wegzufräsen, wegzuschlagen. So, was haben diese APL 19 für einen Stretch? Was gibt der Hersteller an? Ich meine 0,15. Ich habe das jetzt hier immer nur in... ganz strukturiert. Ich habe das meistens immer nur in Inch. Ich meine das schon in Inch. Nee, 0,065 okay. Stretch. Hier. So, das ist jetzt hier eine Liste von Arrow, aber die verwenden die gleichen Schrauben. Obwohl, du hast L19, ne? Mhm. Ja, das kannst du in etwa gleichstellen mit den AP625 vom Stretch her. Diese müssten das sein. 0,005 Zoll oder 5,5 Zoll. Ja, ja, stimmt. So, das bedeutet, hast du schon mal öfter gezeigt, ne? Ja. Ah, okay, ich ziehe jetzt nochmal nach, um dann zu messen, wie das hier so wäre. Für die, die jetzt zum ersten Mal zugucken, wir machen Folgendes. Normalerweise könnte man die Schraube jetzt einfach mit Drehmoment anziehen. Das Problem ist, wenn sich da irgendwie was... Also die Bedingungen mit Drehmoment anziehen sind halt immer nicht gleich. Die Bedingung der Vorspannung der Schraube ist aber natürlich immer gleich, wenn wir die Länge messen. So, das heißt, man kann vor und nach dem Anziehen die Länge messen und erzeugt quasi eine gewünschte Vorspannung der Schraube. Ein Fehler. Wobei in deiner Tabelle eben gerade stand noch 57 Newtonmeter, ich ziehe immer 82 an. Ja, ja. Also deutlich mehr. Naja, das sind ja dann mit unterschiedlichen Durchmessern, aber Stretch ist so gut wie immer das gleiche. Schon klar, aber den Durchmesser meine ich jetzt. Weißt du? Den Durchmesser würde ich mit 82 anziehen. Also wirst du ja gleich sehen. Ja, ja, ich mache auch, glaube ich, immer. Du wirst ja gleich sehen, wie viel Newtonmeter du schon so ungefähr brauchst, um auf den Stretch überhaupt zu kommen. Genau. Also jetzt ist die Uhr genullt. Die Vorspannung der Schraube ist gleich 0, somit ist der Stretch nicht vorhanden. Die lege ich jetzt so genullt vorsichtig an Seite. Jetzt kommt wieder der Piep in der Drehmaschine. Halt mal fest, obwohl, nee. Passt schon. So. Machen wir mal 60 Newtonmeter, ja? Mhm. Krass, wie sich das ganze Pleuel schon so ein bisschen. Ja, aber die Leute sehen das öfter und sagen, wow, da bricht das wieder gar nichts. Da musst du richtig viel Gewalt anbringen, dass du hier was verwenden kannst. So. Wir müssen aber hier so auf 0,06, ja? Mhm. Jetzt wirst du gleich mal sehen, wie viel mehr Drehmoment das sein wird. Das Geile ist, ich muss ihn jetzt nicht groß umstellen. Ich kann jetzt im Prinzip einfach drücken und dann sehe ich, wie die Drehmomentzahl immer mehr steigt. So, und das waren jetzt 82. Mhm. Ist ja geil, dass der auch abspeichert. Was denn? Ja. Der speichert auch ab, wie viele Schrauben du jetzt hintereinander festgeschraubt hast. Da wird auch alles archiviert hier. Ja. So, jetzt sind wir bei 5. Wäre ein Ticken zu wenig, ja. Wobei, er hat ja gesagt 5 bis 6,5, ne? Also theoretisch... Nur ein bisschen. Bitte noch. Aber ich denke, das sind dann locker jetzt nochmal 10 Newtonmeter, die wir brauchen. Sieht krass aus, wie das Pleuel arbeitet.
So, jetzt sind wir bei 55. Mhm. Ja. Und das waren jetzt wie viele Newton? 86 Newton. Mehr. 86. So. Das heißt, wir können uns jetzt aber theoretisch sogar merken, später bei der Montage müssen wir es auch mit 86 Newton mit anziehen. Mhm. Das ist halt das Problem, warum mir auch der Hersteller sagt, dass man jede Schraube einzeln messen soll. Durch vielleicht ein Ticken weniger Schmiermittel im Gewinde oder vielleicht irgendwie ein bisschen hast du eine andere Reibung im Gewinde und somit hat der einen anderen Stretch. Mhm. Vielleicht hat die Schraube auch sogar einen minimalen Unterschied. Ich kann dir nur noch nicht, ich vermute, du wirst nicht rankommen. Ja, ich weiß, das ist halt immer das Risiko. So, weil das Risiko hierbei ist nämlich, gerade bei dem Motor, der hier relativ wenig Platz hat, muss man jetzt weiß, du kommst ja nicht ran. Mit der Uhr noch am Ende reinkommen. Ja. Ja, müssen wir uns mal angucken. Wenn's halt aber also, man weiß auf jeden Fall so grob, in dem Bereich halt, schon sein. Also wenn es wirklich gut gemacht werden oder in Perfektion, dann machst du es so halt mit jeder Schraube. Ja. In der Industrie machen sie es so, dass sie solche Adapter drauf haben, die das Magnetfeld der Schraube, also die mit so einer Magnetmessung, gehst hier drauf und dann kannst du per Digitalanzeige den Stretch der Schraube beim Festziehen sehen. Krass. Zum Beispiel irgendwie Behälterbau für irgendwelche Industrie-Hochdruckbehälter oder so. Wollte ich mir das Ding kaufen, habe ich angefragt, 12.000 Euro. Ich sage, okay, Bruder, muss los. Nächstes Jahr. Ja, genau. Können wir jetzt mal 86 machen? Gucken, ob wir gleich rauskommen. Wahrscheinlich schon. Also es ist schon sehr, sehr nah. Wir versuchen sie auch wirklich so gut wie es geht hinzubekommen. Sehr, sehr passend. Ja. Da würde ich dir auf jeden Fall 86 Newtonmeter geben. Das ist cool. Dank Videos werden wir uns ja was war das? Für immer daran erinnern können. Ist egal, lass in R2D2 drin. Ich hol später raus. Pass auf, jetzt messen wir mal das Maß, wo wir sind. So, es ist ja wirklich exakt 56,80 mm von der Grundbohrung. Mhm. Ja. Dann schauen wir, ob es irgendwie sich abweicht. Hier ist ein Hundertstel vielleicht Toleranz, wenn ich so messe. Hm. Messe ich so, auch Hundertstel. Messe ich so, ja, 1,5 Hundertstel. Ist das nicht ganz rund? Hast du auch Retro hier, oder? So in Gelb mit Rot? Oh, nö, die ist gar nicht so alt. Echt? Nö, aber... Ja, also Leute sagen halt, ja... Warum da hier so High-End? Ich habe auch für 2. High-End, aber benutze ich nicht. Nee, ich meinte gar nicht, ich meinte nur die Farbgestaltung. Ich glaube einfach, dass das heutzutage so keiner mehr... Also nö. Ich glaube, die ist vielleicht ein halbes Jahr alt. Krass. Habe ich mir extra gekauft, weil ich fand das irgendwie angenehm. Also 1/100. Ja. Das ist aber eigentlich gerade nicht das Entscheidendste, sondern... Also klar, schon entscheidend, aber wir wolltest gucken, ob die alle gleichmäßig sind, ne? Ja, richtig. Soll ich das auch wieder notieren wahrscheinlich, ne? Ja, notiere das mal. Deswegen schreiben wir jetzt hier erstmal eine Zahl drauf. Damit wir das dann einfach voll 1 nennen, ja? Der steht da an der Seite schon. Ja? Mhm. 10 steht hier. Genau. Dann machen wir Ploy 10 drauf. Genau. Ja. Ich schreibe bei Ploy 10 das auf und den Rest machen wir dann einfach auch gleich. Hätte ich jetzt auch bei Ploy 10 hingeschrieben. So, jetzt als nächstes erstmal alle durchwiegen, um überhaupt zu gucken, wo wir stehen. Ja. Cool. Können wir machen. Würde ich jetzt mal vorschlagen, wenn ich. Ja. Dafür richten wir jetzt erstmal unsere Waage so ein bisschen ein. Kommt hier mal der Kollege drauf, den pappe ich gerne mal so mit leicht bisschen doppelseitigem Klebeband fest, dass der nicht jetzt hier so drauf hin und her rutschen kann. Okay, aber das heißt du, achso, ich hätte jetzt gedacht, man misst einmal generell Gesamtgewicht von denen. Nö. Okay. Also mach ich jetzt nicht. Und das Gesamtgewicht ist uninteressant bei mir. Für Philipp ist das Gesamtgewicht nicht interessant. Genau. Ich fand es ja schon gut, dass wir das alles erleichtern hier, ne? Aber sollen wir dir nicht Titanschrauben in deine Bloy reinmachen? Nee. Wir können dir Titanbloy bauen lassen. Ja, das wäre. Ja, aber Francesco sagt, doch kaum ersparendes Platinium. Punkel. Punkelbloy, Titan. Ja, ich habe Bilder von Punkelbloy bekommen. Ja. Sind gebrochen. Weißt du, was das Problem ist mit Titanbloy?
die Reibung zwischen Wange, Kurbelwelle und dem Titan. Titan ist nicht wirklich gut selbstschmierend, mhm. und frisst schnell. Mhm. Dann hast du ein Problem. Kaputt. Mhm. Aber wo zwischen? Zwischen? Kurbelwellenwange und Pleuel. Ah, unten, wo es sich dreht. Ja, genau. Also die Stelle hier. Ja, da musst du die Kurbelwelle beschichten oder das Pleuel beschichten. Habe ich mal gemacht, ist uncool gewesen. Und dann hast du ja auch wieder keine große Gewichtsersparnis, ne? Nö, das Beschichten wiegt nicht die Welt. Aber die Platinum Rods sind halt wieder so hochwertig Material, dass sie so viel Material runterfräsen können, dass das Ding halt dann am Ende kaum Ersparnis bezüglich Titan hat. Drei. So. Packen wir uns mal hier den Kollegen. Und jetzt achte ich erstmal darauf, jetzt fange ich erstmal an, hier so ein bisschen so rum zu positionieren. Dass es vor allem hier auf Anschlag sitzt und so sauber fluchtet, dass das jetzt nicht irgendwie hier schief ist. Wichtig jetzt gerade dabei ist, dass das 100% in der Waagerechten ist? Das machen wir jetzt gleich. Die Waagerechte wollen wir in etwa anpeilen. Für uns ist aber jetzt nur interessant, ob die alle anderen zueinander gleich vom Gewicht sind, weil ich werde die ja alle da drauflegen. Deswegen Gibt es einen Richtwert, wie sich das Gewicht verteilen sollte? Kopf zu Fuß? Also irgendwie ein Drittel, zwei Drittel oder so wie es halt das gerade... Je nach Aufbau vom Pleuel, ne? Je nachdem, wie es Pleuel ist. Es gibt Pleuel, die sind hier mit irgendwelchen Ausfräsungen oder massiv irgendwie mit Löchern, dann ändert sich das. Okay. Ne? Aber ich kann dir sagen, dass oben soll leichter sein wie unten. jetzt schaue ich hier. Liegt gut, das sieht auch schwer nach Waage aus. Ich habe hier irgendwie auch so eine kleine Wasserwaage, die stelle ich eigentlich immer so da drauf. Und jetzt würde ich notieren... Top 160, 56. Das ist 10, ne? Nehme ich mal an. Hast du von 210 genommen? Das war der letzte. Genau. Mhm. Aber nirgendwo, schreibe ich runter, ne? Genau, richtig, ja. Nein, ich hab's ja hier. Gewicht Pleuelauge. Ah, okay. Und 160, 56. Und jetzt kein Witz. Wenn man das jetzt hier so wegnimmt, ne, dann muss man das so ganz filigran machen, also kein Stress. Aber wenn du jetzt diese ganze Mechanerie so ein bisschen verdrehst oder so, dann passt das schon wieder. Das ist aber so eine Eigenbauwaage von dir so ein bisschen, ne? Das Ding kannst du eigentlich kaufen. Kann man kaufen, okay. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum ich das gekauft habe. Wenn ich mir das so angucke, ist das eigentlich so. Aber funktioniert wunderbar. Hier fehlen dir die Schrauben, weißt du? Ja, die müssen wir noch suchen irgendwo. So. Jetzt auch wieder aufpassen. Wir hatten die so gewogen, dass die auch mit den Nummern wieder richtig rum sind. Ja, sehr gut. 160, 37. Ich würde sagen, das ist Nummer 8, ne? Ich sag's jetzt. 8, ja. Okay, das ist jetzt aber 2 Hundertstel leichter, das macht aber nichts. Ja, das ist vertretbar. Zur Not, wenn da gleich noch was groß anzupassen ist, können wir das noch machen. So, das ist jetzt Nummer 7 nehmen wir hin. Kannst du das hier siehst du das, wenn ich mal, ich tue es nur so ein Mühe nach hinten, dann siehst du direkt, wie das schwankt. Kann man einmal so antippen, damit es sich wieder in der Waage, deswegen ist das gelagert und das gelagert. Ne? Deswegen auch mit Kugellager, dass das wirklich keine Reibung, gar nichts hat. Ne? Ja. Ja, pass mal auf, da müssen wir wahrscheinlich, aber wir notieren jetzt erstmal. Ja. 159,94. So, ich würde sagen, wir messen das schnell durch und sind gleich zurück. Jo. Meine Messapparatur eben mal umgebaut, so dass wir das hintere Pleuelauge messen konnten und haben das jetzt notiert und nehmen wir jetzt mal einfach Zylinder 10. Wir haben hier 379,25 Gramm Gewicht und vorne 160,5 Gramm. Zylinder 6 ist hinten aber hier 328 Gramm. Das heißt, wir wollen im Prinzip 166, 165, okay, der ist ziemlich präzise zueinander, aber der hier ist zum Beispiel 159,94. Den würde ich gerne schwerer machen. Ich würde mir in dem Falle jetzt Nummer 7 packen und das ist 6, egal, und um den Kollegen vorne ein bisschen schwerer zu machen, würde ich hinten
von der Kurbel, von der Pleuelwange ein bisschen was wegnehmen, weil dann im Prinzip das Gewicht sich mehr nach vorne verteilt und würde halt dann hier mehr Gewicht haben und somit kann man dann ein bisschen jonglieren, anpassen und das Gesamtgewicht des Pleuels auch anjustieren. Echter Sahara-Dreck, hinten was wegnehmen, um es vorne schwerer zu machen. Ja, das liegt an der, das liegt ja daran, dass wir hier eben diese Verlängerung, diesen Hebel haben, ne? Mhm. Und wichtig ist eben die oszillierende Masse. Wir können das ja einmal kurz zeigen. Wir bauen das nochmal einmal um hier kurz. Yes. So, pack mal drauf den Kollegen da. Mhm. Ah, das war ein ziemlich schönes Beispiel, ja. Jetzt muss ich hier so ein bisschen, ich habe das gerade verschoben, ja. So, machen wir mal Tare, ja, ist einfacher dann. Imaginär will Andi jetzt hier den Fräser ansetzen und diesen dezenten Magneten wegfräsen. Und zack, wird das Pleuel vorne tatsächlich 5 Gramm schwerer. Mhm. So, das heißt, du betrachtest jetzt gar nicht das Gesamtgewicht von Kolbenpleuel, sondern erstmal nur das Verhältnis vorne zu hinten und versuchst dadurch, das möglichst nah aneinander zu schieben. Genau, ich will eben, dass die... dass das Gewicht oben am, am Kolbenbolzen oben wirklich an allen Zylindern nahezu gleich ist. So, das heißt, an einem können wir das ja einmal kurz vormachen, weil wir eh schon so schön viel geschliffen haben hier. welches sagst du denn jetzt vorzeige, Prinzen? Zylinder 7. Zylinder 7 ist zum Beispiel da ein Ticken zu leicht, ja. Vorne zu leicht, das heißt hinten, achso, und es ist auch tatsächlich hinten im Verhältnis zu den anderen... Was schwerer, ne? Schwerer, genau. Ja. So, das heißt Pleuel Nummer 7 ist, glaube ich, hier drauf. Bearbeiten wir. Ja. Also es ist sogar schon tatsächlich ein bisschen bearbeitet. Mhm. Tatsächlich, ne? Mhm. Ja, der aber auch, okay. Auch wieder Dremel oder in dem Fall einfach Flex-Fächerschleifer? Nee, ich habe da so eine Schleifscheibe. Da gehe ich dann so ein bisschen dran. Dafür mache ich mir mal lieber die Schrauben hier raus. Okay. So, es ist schon wieder spät am Abend. Eigentlich wollte Andi schon Feierabend machen. Aber wir ziehen das jetzt auf jeden Fall das noch bis zum Ende durch. Und jetzt, wir haben jetzt aus Versehen, haben allerdings zum Glück gehabt, Zylinder 5 genommen. Das war eben. Eine 5 und eine 7 sieht ja auch fast gleich aus, ne? Ja, genau, richtig. Kann ja mal passieren, macht ja nichts. Aber das ist wenigstens 7 oder das ist 7 ganz anders. Noch hier, ja. Okay. Das hatte ursprünglich mal tatsächlich oben. Nicht verwundern, selbst das ist falsch gespielt. Das war aber nicht meine Schuld. Ist auch schon falsch, weil schon so spät. Es hatte ursprünglich mal am Kolbenbolzen 160,08. Andi hat jetzt hier hinten was weggeschliffen. Und siehe da, wir haben 160,59. Mhm. So können wir jetzt auch von 0,1 Gramm alles in etwa gleichmäßig anpassen. So, das heißt, das ist jetzt auch ungefähr unsere Referenz. Hier sehen wir zum Beispiel Zylinder 6, hatte 160,6. Mhm. So können wir jetzt hier 160,4. So hier können wir die alle anpassen. Genau, der hat 160,56 gehabt, die 10. So, jetzt interessiert mich allerdings noch eine letzte Sache. Mhm. Die andere Seite. Wie viel ist die jetzt? Ja. Wenn die jetzt auch noch schwerer geworden ist, dann geh schlafen. Muss man einfach nochmal Tara drücken, ohne den Aluklotz. Also, weiß ich. Siehst du, das funktioniert immer noch. Witzigerweise, wir hatten vorher 378,59. Jetzt haben wir 377,96. Mhm. Das heißt, wir sind 0,6 hinten leichter geworden. Mhm. Und das ist auch fast das, was wir auf der anderen Seite schwerer geworden sind. Oh. Passt. Mhm. Funktioniert also die Sache, die man seit 1000 Jahren schon so in etwa macht, um irgendwelche Sachen zu wuchten. Das heißt, jetzt im nächsten Step passen wir das bei komplett allen an. Ja. Dann... Mhm.
Nachdem wir das gemacht haben... Würde ich sagen, machen wir mit Thematik Pleuellager weiter. Richtig. Das ist allerdings wieder ein Thema, das zeigen wir euch definitiv im nächsten Video, weil ich denke, das ist schon wieder ziemlich lang und komplex heute geworden. Echt? Ja. Echt? Nee, ich würde sagen, weil wir haben auch so ein paar verschiedene Pleuellager mit und so weiter, ich würde sagen, in diesem Sinne... Ich habe mich schon drauf gefreut. Echt, wollen Sie fertig machen, nehmen wir morgen mit, morgen fahren. Ich dachte, wir kommen Kurve rein, los geht's. Nee, also das war jetzt, glaube ich, schon wieder so viel Technik, so informativ. Da lassen wir es bei gut sein. Anpassen. Eigentlich ist es ja nur noch Pleuellager messen. Ja. Und dementsprechend Kurvewelle passend dazu vermessen. Aber Pleuellager ist halt interessant. Ne? Genau, deswegen würde ich das auch jetzt gerne ungern hier bei, ich würde sagen, wir sind locker Minute 30, 40, 50. Ich kann es dir gar nicht sagen. Hinten dranhängen, das machen wir lieber im nächsten Video. Und in diesem Sinne, trotzdem danke fürs Zuschauen. Danke, dass du uns das erklärt hast. Gerne. In diesem Sinne, ich würde sagen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.